Als Hurricane Helene kurz vor dem Wochenende mit teilweise mehr als 200 Kilometern pro Stunde in Florida auf Land traf, da wusste man, dass es gefährlich werden könnte. Dass der Hurricane allerdings mindestens 120 Menschen das Leben kosten würde. Mehr als 600 werden noch vermisst. Und außerdem heftige Überschwemmungen sowie häuserverschlingende Erdrutsche verursachen würde. Damit hat offensichtlich kaum jemand gerechnet. Von Florida aus bahnte sich Helene über Georgia und South Carolina ihren Weg. In North Carolina schließlich gab es die meisten Toten. Und es steht die Frage im Raum, ob die Gefahr massiv unterschätzt wurde. Gudrun Engel. Ganze Landstriche unter Wasser, Häuser weggeschwommen oder unter Schlamm begraben. Als der Regen nachlässt, wird das volle Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Mehr als 2,1 Millionen Haushalte sind derzeit noch von der Außenwelt abgeschnitten, ohne Strom und fließend Wasser. Sie haben gesagt, es kann Wochen dauern, bis wir wieder Wasser haben und noch 5 Tage ohne Strom. Immerhin haben wir wieder Mobilfunk. Wer Strom zum Laden der Handys anbieten kann, tut das auch. Nachbarschaftshilfe, alle stehen zusammen, nachdem Helene in einem fast 700 Kilometer breiten Streifen durch den Südosten des Landes gerast ist. Wir hatten erst gar kein Netz, aber langsam kommt es zurück und alle wollen jetzt laden und ihren Familien Bescheid sagen, dass sie in Sicherheit sind. Doch auch die Zahl der Todesopfer steigt stündlich. Viele sind ertrunken, bekamen Stromschläge von gerissenen Oberleitungen. Die meisten wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen. Die Nationalgarde ist im Einsatz und Rettungsteams aus 19 US-Bundesstaaten suchen die noch mehr als 600 Vermissten. Die Such- und Rettungsteams arbeiten unter sehr schwierigen Bedingungen, um die Vermissten zu finden. Sie werden nicht ruhen, bis alle gefunden sind. Ich möchte allen Ersthelfern danken und allen, die rund um die Uhr im Einsatz sind. Das Problem dieses Mal nicht so sehr der Wind, den der Wirbelsturm mitbrachte, sondern die enormen Wassermassen. Mancherorts 500 Liter Regen pro Quadratmeter. Und deshalb die Zerstörung weit ab von der Küste im Inneren des Landes, wo niemand mehr damit gerechnet hatte. Die Regierung kündigt Hilfen an. Biden, Harris und Trump, alle wollen ins Katastrophengebiet reisen, sobald die Lage das zulasse, nutzen das für den Wahlkampf. In Zeiten wie diesen, wenn eine Krise zuschlägt und unsere Mitbürger in Not schreien, spielt das keine Rolle. Wir reden jetzt nicht über Politik, wir müssen helfen. Etwa beim Wiederaufbau, zum Beispiel in Florida, wo Helene in der vergangenen Woche zuerst auf Land getroffen war. Ich habe keine Versicherung, ich habe sie gekündigt. Sie würde nicht helfen, ich habe immer umsonst gezahlt. Seit 2021 sind die Prämien für Überflutungsversicherungen teils sprunghaft angestiegen, weil die Extremwetterphänomene auch in den USA massiv zunehmen.